Das finden Sie dann im neuen Buch, aber im Großen, das dann herauskommt, Erschaffen in Trance. Unter dem Einstieg sicher oder Ihnen fällt dann auch das seltsame Bild. Da finden Sie Bild, Sprache, Bildaufbau und Bild. Und dann finden Sie in diesem Register drin dann den Einstieg ja, zu dem, was ich Ihnen hier jetzt auch so ganz kurz zusammengefasst mitteile. Es gibt verschiedene Merkwürdigkeiten beim Bildaufbau, sind alle wichtige Komponente auch. Wir nehmen auch sehr viel, eben durch die Augen nehmen am meisten wahr von all den Sinnen, die wir haben. Da kommt am meisten Information durch die Augen rein. Und deshalb ist es so wichtig auch, dass wir dort auch ermöglichen, auch zu spüren wirklich auch, oder? Und das geschieht maßgeblich durch die Elemente auf dem Bild, oder? Selbstverständlich. Dazu zwei Erweiterungen. Da ist jetzt nur die Datenmenge gemeint. Also wir nehmen über die Augen einfach von der Datenmenge her am meisten auf. Das heißt aber noch nichts über die Intensität auch der Erfahrung. Also wir wissen alle, dass wenn wir über die Haut etwas aufnehmen oder auch über den Körper sonst auch, dann kann das noch schneller mal viel intensiver sein als Wahrnehmungen über die Augen. Beispiele Schmerz, aber auch im Bereich von Freude, von Ekstase. Und der zweite Punkt, die inneren Erfahrungen, die sind da auch noch nicht mitgemeint gewesen. Wir haben ja die Möglichkeit des inneren Wahrnehmens, Schauen, aber auch die gesamten anderen Sinnesmodalitäten bis zu Körperempfindungen, Bewegungen des Körpers, ob man zum Beispiel auf eine Wiese eine Purzelbaum, wie wir sagt, machen. Oder auch fliegen, da ist natürlich alles möglich und in einer Intensität, bis auch ins Grauen hinein natürlich, mit Albträumen, wo wir schweißgebadet, also eine Intensität von schweißgebadet auftauchen aus diesen Erfahrungen, da alles haben können. Das sind wichtige Ergänzungen, gerade eben in unserer Disziplin. Wir befinden uns weltweit in einem grundlegenden Umbau. Letztes Video oder vorletztes ist das erläutert. Zwischenzustände, die sind manchmal nicht ganz schön immer und sie sind gar nicht so einfach. Es gibt uralt schon vor mehr als 2000 Jahren beschrieben auf dem Kessel von Gundestrup. Diese Zwischenzustände sind so vier Etappen dort beschrieben. Und wenn man diese kennt, dann kann man auch so schwierige Zwischenzustände, auch wo man es fast nicht mehr aushält, wo man denkt, wo sind wir nur hingeboren, wo müssen wir sein, so, da kann man das besser einordnen und dann auch dann wieder zu einem, ja, dann zu einem schöneren, ruhigeren, harmonischeren Zustand kommen. Und dabei können wir Sie gerne auch begleiten. Consulting and Trainers, diese Abteilung innerhalb meiner Büro für Bauadministration GmbH, das ist einfach daraus gewachsen. Diese GmbH ist nach wie vor der Geschäftsträger. Alles Geschäftliche für sie läuft über diese GmbH. Dann möchte ich gerne noch zu diesem Urteil vom 13. April vorgestern in der Sache Pierin Vinzenz und Beat Stocker, Raiffeisen, Aduno, kurz eine Rückmeldung machen, bin darauf aufmerksam gemacht worden, ob ich denn jetzt, habe ja
aus dem neuen Buch hier, Investment Banking of Life, bereits ja auch schon Teile publiziert auf dem Video. Und da gibt es in Block 1 bei der Interaktion, also da ist bei der Interaktion Block 1 drin, dass eben Pierin Vincenzi, der hat ja Striplokale, haben die ja besucht, und er hat gesagt, das seien Kundenkontakte, und das sei klar, dass man in seinem Business, dass das ganz normal sei. Und ich habe dann gesagt, ich nehme an, dass dass es sich dabei tatsächlich um Kundenkontakte gehandelt hat, weil etwas anderes kann man wahrscheinlich es ist öffentlich, also die Details finden Sie im Buch, aber der Punkt, weshalb ich da angesprochen worden bin, ist, dass ja jetzt dort eine Verurteilung stattgefunden hat, also das war also nicht in Ordnung, aber der Punkt ist eben nicht in Ordnung, dass diese Striplokalbesuche von der Raiffeisenkasse bezahlt worden sind. In diesem Punkt hat Herr Vincenzi nicht recht erhalten, und da muss er etwa rund 300.000 Franken der Raiffeisenkasse, seinem vorherigen Arbeitgeber, zurückbezahlen. Aber das sind zwei verschiedene Dinge, oder? Ich sage, ich nehme an, es waren Kundenkontakte, aber ich glaube, wir müssen dann noch die schriftliche Urteilbegründung dann noch lesen, die ist aber noch unterwegs. Offenbar hat das Gericht gefunden, dass da einfach der zu wenig rausgeschaut hat aus diesen Striplokalbesuchen. Die können aus irgendwelchen Gründen nicht als geschäftliche Kontakte gelten. Und ich nehme aber an, das schreibe ich, dass tatsächlich Kunden dabei waren auch. Und ob dann das eben hinreichend war, was die Resultate aus diesen Striplokalbesuchen waren, ob Herr Vincenzi das auch hat beweisen können, dass das ordentlich war, dass man dann die Kunden auch eingeladen hat dafür. Oder das ist aber nicht der Punkt, wo ich mich äußere. Bei mir geht es vor allem ja um die Frage Vermischung von Geschäftsleben und Privatleben, oder? Und das hat dann auch mit der Bodenständigkeit zu tun, diese Frage. Wo ich die Linie, die wir vertreten, ist halt, das ist zusammen, oder? Geschäft und Privat, das ist zusammen. Das ist natürlich, vor der Sesshaftwerdung war das alles zusammen. Diese Linie vertreten wir. Und wie sehen Sie heute noch bei denjenigen Berufen, die jetzt mehr eben bodenständig noch sind, ist diese Vermischung, da gibt's auch, da spricht man nicht einmal von Vermischung, das ist völlig klar. Ursprünglich ist das zusammen. Die Bauern, die leben ja mitten in ihrem Berufsumfeld drin, oder? Und wenn irgendwie eine Kuh ein Problem hat oder ein Kalb auf die Welt bringt, dann sind die mitten in der Nacht, gehen die schnell arbeiten, oder? Das ist einfach so, oder? Und sie können kaum in die Ferien, weil sie dauernd zu ihrem Betrieb schauen müssen und solche Dinge. Die sind dann schon recht nahe bei dem, wie wir eben auch leben, oder? Darum geht es. Und die Striplokale sind Erscheinungen unserer Zeit, und ob man dort auch Arbeitsresultate erzielen kann oder nicht, müsste man dann im einzelnen Fall genau schauen, und es kann dann vielleicht dort auch schwierig sein, das überhaupt noch überprüfen zu können von außen, oder? Vielleicht hat es da auch einen Kunden, der dann sagt, ja, ich komme zu euch, mache meine Bankgeschäfte bei euch in erheblichem Betrag, wenn solche
Dinge wie ein Striplokalbesuch dann auch dabei sind. Also, das ist nicht, darum geht es bei uns jetzt nicht, oder?